Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Oh yeah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir das letzte Mal hier gemacht haben. Deswegen gucken wir mal auf die Aufgaben und wir sind bei Familienbande zugange. Sid Meistermechaniker können wir ja noch nicht machen, die Panne können wir auch nicht machen. Chocobo Freuden würde ich gerne machen, ist aber ab 15, Familienbande ist ab 10. Das heißt, das würde ich gerne vorher machen. Ein Kunde hat Sydney von einem seltenen Inso mit Autowachs errichtet. Okay, das ist Stufe 7 und das ist 6. Haben wir das erledigt? Glaube, das hatten wir erledigt, ne? Ich würde sagen, wir liefern das mal ab. Und dann machen wir Funkeln auf Rädern. Das klingt doch ganz vernünftig. Ich habe übrigens geangelt. Ich habe einiges an Leveln gemacht. Ah, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Und zwar, wenn ich hier auf Fähigkeiten gehe, glaube ich, war das. Nee, Talente, Talente. Dann sehen wir, ich habe Angeln fast auf Stufe 5. Ich habe große Fische versucht zu angeln. Allerdings reicht dafür meine Angel noch nicht aus. Der Faden reißt so immens schnell. Das glaubt ihr gar nicht. Und wo ist mein Auto? Ach, da. Ist das mein Auto? Das ist mein Auto, okay. Ich hab's vergessen, dass ich mein Auto ja umdesignt habe. Ich dachte, es ist schwarz. So. Automatisch fahren, Parkplatz, bitte zur Hammerhead. Die 10 Gil, die lohnen sich. Nocht? Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Was Oh. sagst du so leicht? Wir brauchen keine Medizin. Ey, ich bin reich. Aber gut, ich glaube, ich habe die letzten Tage ein bisschen Geld ausgegeben, ne? Ja, ich glaube, ich bin doch nicht mehr reich. Aus dem Weg, Mädels. Mann, wie das duftet. Taka das Schwert Schweif-Lendenstück geben. Ja. Oh. Ihr seid heil zurück. Ja. Und was kochst du jetzt damit? Etwas, das selbst dir schmeckt. Heißt das? Ganz genau. Das musst du unbedingt bestellen. Und hier ist eure Belohnung. Kocht was damit. Aufgabe abgeschlossen. Oh, Trophäe. Zeile für Zeile 3. 500 Erfahrung für den kleinen Mist. Nice. Grobes Kecklibi irgendwas. Doppelhornsteak. Leidener Pfeffer. Ich versuche immer Leidener Pfeffer zu lesen. Keine Ahnung warum. Keine Quest sonst für mich? Doch, doch. Hallo, Lust mir zu helfen? Klar. Was gibt's diesmal? Nahrungsbeschaffung. Mir sind die Vorräte ausgegangen. Gut, wird erledigt. Vielen Dank und viel Erfolg auch. Dankeschön, die Eillieferung. Ein Garula-Filet besorgen. Okay, welche Stufe ist das? Ja, Zero, das ist die falsche Taste. Hast du richtig gut erkannt. 11, cool. Das heißt. Wir gehen jetzt momentan immer nach Level. Es sei denn, es ist etwas unmittelbar in der Umgebung. Dann tun wir das nicht. Das zum Beispiel ist nicht unmittelbar in der Umgebung. Wir machen Funkeln auf Räder. So. Da ist unser Taka könnte Wagen. Doch sicher selbst auf die Jagd gehen. Mit seinem Küchenmesser? Ich wette. Was wettest du? Verdammt, wir müssen uns das anhören. Er wüsste besser als wir, wo es richtig wehtut. Das glaube ich dir sogar. Das kann gut sein. Der kennt ja die Anatomie. Was, voll tanken? Ja, meinetwegen. Ich stand zwar auf der anderen Seite, aber hey. Oh, aber wenn sie für mich tankt, dann natürlich sehr gerne. So. Dankeschön. Jetzt glänzt der Wagen wieder wie neu. Oh ja. Yeah. Ich wette, dem Wagen hat's gefallen. Ja, der Tank ist wieder voll. Das freut mich. Und er ist wieder sauber. Das ist das Wichtigste. Er ist sauber. Also, Aufgabenziel. Dafür mache ich auch für dich diese Quest. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Also los, Bewegung. Das soll unser Ziel sein?
Warte, ich komme auf die Karte. Ganz ehrlich, du, da hättest du aber wenigstens noch locker abbiegen können. Nee. Lass mich mal fahren, ich zeig dir mal, wie das geht. Übrigens haben wir verdammt viel Tank verbraucht. Aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tag träumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. der kleine Dödel ist verliebt. Wem kannst du ihn verdenken? Wir biegen jetzt hier nämlich ab. Also es geht. Wieso fährst du nicht einfach da direkt zum Ziel? Was ist dein Problem? Ist hier los? Was war das? Ach, die Mädels da hinten, also, komm. Interessiert doch hier keine Sau. Ist das ein Dungeon? Ach, deswegen hat er mich da rausgelassen. Wenn denn? Du, Nott? Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Wie gehabt, mehr Fotos von Gladio, mehr von Ignis, mehr Fotos von mir. Knipst doch mich. Wird gemacht, okay. Du bist der Boss. Hey, das war ein Scherz. Prompto wird bis zur nächsten Übernachtung hauptsächlich Noctis fotografieren. Ach, das ist cool. So gefällt das einem doch. So, die Frage ist... Nein, können wir nicht. Sorry, wir parken. Raus mit euch. Alles klar. Ja gut, dann laufen wir zu Fuß. Was soll das denn bedeuten? Achtung, wilde Bestien. Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Oh. Okay. Ich befürchte, wir werden gleich angegriffen. Oder ist das sonst? Muss irgendwo hier liegen. Ja. Suchen wir. Ich glaube, das ist ein Dungeon, oder? Bist du das Wachs? Nein. Nur eine verrostete Münze. Ich mach's Licht an. Okay. Machst du aber viel Licht. Wir gehen in deinen Dungeon rein. Oh, ist das geil. Oh, Dungeon, Dungeon, Dungeon. Ich liebe dich. Wow. Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Ja gut, das Weiter geht's. Die sind jetzt nicht besonders stark, aber... Dungeon! Hauptsache ein Dungeon. Und da hinten ist schon unser Ziel, also... Eventuell? Sag mal, was... Hör auf zu schleichen. Geh normal. Als wäre das einen Unterschied macht, ob du schleichst oder nicht. Ja, wenn uns die Ausdauer flöten geht, dann fängt an zu schleichen. Kann ich damit interagieren? Nein. Das sieht doch gut aus. Ja, nehmen. Du weißt schon, wie das funktioniert, oder? Dann nehme ich halt das zuerst. Mega Phönix, nice. Das hier? Ziemlich alt. Hä? Aerodynwachs. Schon mal von gehört? Von dem Wachs? Sydney erwähnte, dass es vor 30 Jahren verkauft wurde. Da waren wir ja nicht mal geboren. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Schluss mit dem Elend. Komm, ganz ehrlich, die Kleinen können doch sowieso nichts. Kleine billigen Goblins. Ja. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, laufen wir doch durch, oder? Man kann ja mal gucken, was da hinten ist. Vielleicht kriegen wir den Mega-Loot. Oder die Mega-Bestie. Oder wir laufen einfach nur komplett durch. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Selber. Auf auszuweichen. Kleine Bengels. Weiter so noch. Ist wie so eine Schnitzeljagd. Yep. Easy. Wirklich? Schon wieder? Was ist denn los mit denen? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Toll, danke, dass ich meine MP verbraucht habe. Oh, das sind viele. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Ha.
Leider habe ich nicht genug MP, um hier irgendwie großartige Moves zu machen. Aber ist auch egal. Ha, ich bin ausgewichen. Ich lerne dazu, kleiner Goblin. Es ist gedacht, du kannst mich von hinten packen. Und dann habe ich den hier gemacht. Aha, ich habe ihn ausgenockt. Da holt er seine neue Lieblingswaffe raus. Die fette MG. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Oh, scheint es schon gewesen zu sein. Da hinten ist Licht. Wo sind noch Ressourcen? Erzfund, Leute! Yeah, Silberstaub. Damit kann ich lackieren. Ja, das ist einfach nur ein Ausgang. Da habe ich mir mehr erhofft. Aber gut. Das Schöne ist, wir können jetzt einfach zum letzten Standpunkt zurückkehren und das war's. Hey. Habt ihr das auch gehört? Außer Booster. Ja, super. Ach, komm. Nicht Karte. Aufgabe. Der kam von dieser Ecke hier. Ich denke mal, ich werde ihn schnell finden. Wahrscheinlich ist er hier, ne? Ja. Weißt du? Er läuft durch und sagt mir nicht Bescheid. Was ein Arsch. Ich verdanke euch mein Leben. Ein Problem weniger. Oh ja, gratis Erfahrung. Mittlerweile kann ich nämlich einschätzen, wie das aussieht. Mit den Hilfesuchenden, wo die ungefähr stecken. Gut. Karte. Ich möchte bitte zurück nach Hammerhead. Ich habe da unten zuletzt geschlafen, ne? Aber wir machen das jetzt einfach mal. Aus dem Grund, dass wir da unten jetzt unser Auto haben und damit müssen wir eigentlich nur zwei Ladescreens überspringen. Ja, scheiße, ist nur ein bisschen blöd, wenn das Auto hier nicht hier ist, ne? Wir lassen ihn mal abschleppen. Dann geht er aber nach Hammerhead. Ja, dann teleportieren wir uns dahin. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. So. Hat ja zum Glück keine halbe Stunde gedauert mit dem ganzen Hin und Her. Aufgaben. Da. So, ich hab dein Zeug. Ignis, lass uns einkaufen. Gute Idee. Wir sollten unsere Vorräte auffüllen. Ihr habt es gefunden. Klasse. Es ist sogar besser erhalten als erwartet. Dieses Wachs reduziert den Luftwiderstand der Karosserie. Dadurch verbraucht der Regalia weniger Sprit. Ach ja? Naja, ihr müsst mir das nicht glauben. Jedenfalls sagt man diesem Wachs solche Fähigkeiten nach. Aber selbst wenn es nicht stimmt, schützt es die Karosserie. Echte insomnische Qualität eben, was? Als vor 30 Jahren der Wall errichtet wurde, wurde es nicht mehr importiert. Kurz darauf war es überall ausverkauft. Ah. Großvater ist ja auch nie wieder nach Insomnia gefahren. Darum hab selbst ich es nur ein paar Mal gesehen. Ihr solltet den Regalia damit wachsen. Vielleicht verbessert es ja tatsächlich den Benzinverbrauch. Also, wenn ihr es ausprobieren wollt, sagt Bescheid. Ausprobieren! Wachs es ein, Baby. Komm schon. Komm schon. Wachsen. 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 Nanu? Habt ihr heute nichts zu tun? Geht so. Warum? Können wir dir womit helfen? Nett, dass du fragst. Ich habe eine ganze Menge Arbeit am Hals. Aber irgendwie schaffe ich das schon alleine. Komm, wir sind dir was schuldig. Na gut. Aber ich bezahle euch für die Hilfe. Könntet ihr für mich vielleicht nach Erz suchen? Eleganz auf Rädern. Wieder etwas für mich wahrscheinlich, wa? Du wolltest für mich wachsen. Ich wollte das sehen. Wir wollen es alle sehen.
Vielen Dank. Wirklich. Ihr Jungs würdet tolle Jäger abgeben. Also, das wird zu Autolack. Das lasse ich besser raffinieren. Ich sollte Holly anrufen. Heute wird das nichts mit Schlafen. Echt jetzt? Ja, ich habe eine ganze Menge Autos in der Werkstatt. Hier, Hoheit. Wie versprochen. Die Belohnung. Der Sticker ist für den Regalia. Soll ich ihn gleich anbringen? Hammerhead Spezial. Rennstreifen. Bab. Katalog. Grundstufe mal 1. Okay. Gute Nummer. Noch eine Aufgabe? Hoheit, habt ihr Jungs kurz Zeit? Spannst du uns wieder ein? Na, da hab ich aber einen Ruf weg bei euch. Ich brauche aber tatsächlich Hilfe. Ich suche etwas. Kein Problem. Einer von uns kann es gar nicht abwarten, dir zu helfen. Nicht dein Ernst. Naja, egal. Ich brauche Material zur Lackversiegelung. Der Jäger, den ich mit der Lieferung beauftragt habe, hat es nach einer Pause unterwegs tatsächlich liegen lassen. Um ehrlich zu sein, habe ich das Material für den Regalia bestellt. Wenn ihr es findet, dann poliere ich euch den Wagen damit. Oh ja. Das darfst du gerne tun. So. Glanz auf Rädern mal wieder. Aber wolltest du nicht irgendwas machen für mich? Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Da können wir direkt mal gucken, ne? Was darf sein? Sucht euch eine Farbe aus. Ja, wir haben vieles Neues dazu bekommen, was wir nicht ausrüsten können. Cool. Ach man. Innenraum wird sich wahrscheinlich nichts getan haben. Nope. Und? Felgen. Was ist mit den Felgen? Alles beim Alten. Designpaket. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Aber halt Spezial. Welches Design möchtet ihr gerne? Oh. Was für euch dabei? Aber halt Spezial, komm, machen wir einfach mal, ne? Was für euch dabei? Welches Design möchtet ihr gerne? Was für euch dabei? Welches Design möchtet ihr gerne? Lass mich zurück. Geht doch. Was für euch dabei? Okay, ansonsten haben wir nichts, ne? Gut. Autozubehör. Welche Teile wollt ihr denn verbessern? Ein Autowachs, das Unebenheiten auf der Oberfläche ausgleicht und dadurch Reibung verringert. Der Kraftstoffverbrauch reduziert sich dadurch merklich. Nimm ich. Bist du dir sicher? Ja. Den Rest übernehme ich. Jetzt haben wir ein schickes Auto. Guckt's euch an. Hammerhead Spezial. Fertig. Na, was sagt ihr? Wie so ein Rennwagen. Klasse Sache. Sieht zwar aus, als wäre ich BVB-Fan, aber naja. So, automatisch fahren, Aufgabenziel, Familienbande. Lasst nichts liegen. Okay. Wie die Leute hier draußen wohl über Insomnia gedacht haben? Gute Frage. Sachen aus Insomnia waren scheinbar ziemlich rar. Sogar 30 Jahre später reißen sie sich um Sachen aus der Hauptstadt. Ein Zeichen unserer Isolation. Ja, stimmt. Jäger übernehmen auch Lieferdienste? Sicher nebenbei, wenn sie eh schon unterwegs sind. Ja, kein Wunder, dass sie die Lieferungen bei der Aufregung vergessen. Schon lästig für die Leute, wenn sie nachts nicht raus können. Ja, schon irgendwie blöd, ne? Aber wir haben ja gesehen, was passiert. Gut, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Ich sehe aus wie so ein Taxi, ey, ganz ehrlich. Ich bin das Hammerhead-Taxi, krass. Wow. Guckt euch das mal an, Leute. Krass. Allein die Berge, was sind das denn für Berge? Oh, ich freue mich hier schon durch die Gegend zu laufen und alles zu erkunden. Das wird nice. Da sind irgendwelche fetten Tiere. Im Wasser, guckt's euch an. Wow, guckt mal! Der Meteor! Genau. Und er brennt bis zum heutigen Tage. Versorgt so ganz Lestalum mit Energie. Ehrlich? Ähnlich wie Insomnia mit seinem Kristall. Ich glaube, ich verstehe. Ein Meteor? Krass. Der sowas kann echt nur Final Fantasy bringen, ne? Eine richtig geile Landschaft. Guckt's euch an, das ist pervers. Es gehört ja nicht verboten, sowas zu spielen. Oh.
Oder ist das der Meteor? Was ist denn das? Nicht die leiseste Ahnung. Aber wir werden da wahrscheinlich eines Tages vorbeischauen. Das sieht mir nach einem Meteor aus, weil da fackelt es irgendwie ein bisschen. Die Sonne geht bald unter. Nockt. Allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Gute Idee. Ja. Bei der Quest. Ich meine, wir treffen sie ja in Lestalium. Das hört sich so an für mich. Oh, da ist ein Steg gewesen. Als wäre da irgendeine Ortschaft, wo man kurz schlafen könnte. Ist wir schon nice. Sind wir in irgendeinem Wald angelangt. Wie groß ist denn das hier, sag mal? Gucken wir kurz auf die Map. Wir fahren ja auch komplett einmal rum. Was ist denn los? Ne, hier ist der Meteor eingeschlagen, das sieht man. Aber hier ist auch irgendwas eingeschlagen. Wir werden ja sehen, ob das der Meteor ist. Und dann werden wir uns... Beeindruckend, den Meteor mal von nahem sehen. Ja, das Ding brennt! Und Titan stützt ihn von unten. Moment, ich dachte, den gibt's nur im Märchen. Laut Historikern kämpften die sechs Götter schon immer an der Seite der luzischen Könige. Echt jetzt? Echt jetzt. Bei Nocts Anblick schwer zu glauben. König ist nicht gleich König. Ja, lacht nur. Oh shit, es wird echt bald dunkel. Wie lange dauert es noch, bis wir da sind? Oh Gott. Wir haben gleich ein Problem, wenn plötzlich einer auf der Straße auftaucht. 1 Kilometer, komm schon. Der hat mir gerade... Noct. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Fahren wir. Wir sind doch gleich da. Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Wir sind doch gleich da, Mann. Wegen dir haben wir jetzt eine Stunde hier gesessen. Mein Hintern tut weh. Ich glaube, ich hab's offen verlernt. Ich mach das schon. Es sind nur noch 1900 Meter, Mann. Und da ist ein Tunnel. Gott, ich hab da rechts irgendwas gehört. Das sind diese Giraffenviecher, ne? Wir müssen nur in den Tunnel kommen. Nur in den Tunnel. Komm schon. Bitte. Hier ist nämlich Licht. Doch, das ist der Meteor, das sieht man doch. Ah, gut, ich glaube, hier sind wir sicher. Toll, dieser Tunnel. Irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag? Ich hoffe, wir werden es erfahren. Ich wette, genau bevor wir ankommen, kommt so ein scheiß Sieg heraus. Scheiße, Mann. Wenigstens sicher, der Tunnel. Da ist die Stadt. Wow. Wir sind in der Stadt. Hey. Ziemlich große Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn. Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Bin mitten so auf der Straße ausgestiegen, aber egal. So, wir haben es geschafft. Komm, wir gehen mal direkt schlafen. Wobei, wir gehen erstmal zur Quest. Die gibt's also auch hier? Wir könnten ein paar Packungen kaufen für den Notfall. Mann, so viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Okay. Fertig, Nudeln. Gut siehst du aus. Hey, junger Mann. Gönn dir einen Happen. Danke. Und, schmeckt's? Ja, lecker. Nicht wahr? Erzähl's deinen Freunden. Okay. Leute, ist lecker. Gehen wir weiter. Was ist das? Auch so viel zu erkunden hier. Kann ich Zutaten kaufen? Hallo, willkommen bei Metero. Cool. Metero macht Kunden froh. Metero macht Kunden froh, ja cool. Freut mich, dich kennenzulernen, Metero, der hey, Kunden froh macht. Sieh mal. Ist? Was gibt's? Was für eine schwüle Hetze. Nun die Jagdnachrichten. Soeben erreichen uns neue Informationen zum Behemoth, der im Süden des Alstorlandes sein Unwesen treibt.
der als Nebelauge bekannte Behemoth, dessen Namen von einem verletzten Auge hier rührt, hat sich gestern erneut in der Nähe der Chocobo Ranch gezeigt. Oh. Nach Zerstörung einer Anbaufläche soll er in Richtung des Nebelwaldes geflohen sein. Mensch, hab ich einen Durst. Oh oh. Oh oh. Zur Lupe ich da noch nicht hin. Du verkaufst mir was? Ignis entdeckt ein neues Rezept. Willkommen. Darf es eine Nudelsuppe sein? Cup-Noodles, ja. Gib mir mal eine Nudelsuppe, wieso nicht? Herzlichen Dank. Bis demnächst. Hau rein. Kann ich ja mal kaufen. Da kann ich Chocobos holen. Da wäre der Parkplatz gewesen. Oh. YOLO, komm. Wir parken auf der Straße, was ist denn los? Ich bin ein cooles Kid. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Nur coole Kids wissen nicht, wie man redet. Da haben wir den Beweis. Was soll das denn? Dead End. Ich glaube, das sehen wir. Ich kann auf Autos nicht raufspringen. Warum nicht? Was ist das? Ah, da ist keiner. Ich wette, hier gibt es auch einen Angelplatz oder so. In jeder großen Stadt muss es einen Angelplatz geben. Ich reite los auf meinem Chocobo. Bald. Ich hab einen Ohrwurm. Bald, mein Freund. Nicht jetzt, aber bald. Hier haben wir die Tankstelle. Da können wir zum Shop, zum Imbiss. Und die Gegend erkunden. Dachchen. Hä, nur einkaufen? Ich hab 30 Supertränke, ich denke mal, das reicht fürs Erste. Schönen Dank. Na gut. Dann halt nicht. Soll ich mal tanken? Dann ist unser Auto, glaube ich, hier. Ah, okay. Oder auch nicht. Oh, wie cool, wie groß das hier ist. Ich meine, es ist mitten in der Nacht und ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Das ist cool. Na gut. Gehen wir zum Hotel. Wow, oh, oh. Habt ihr das gespürt? Das Erdbeben gerade? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg. Was war das? Um dieses Auge? Annotation zur Kosmologie. Oh Gott, das ist dieser Name, ne? Die Pakte aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, datierte ein Schriftstück, das von Pakten spricht, die die Kanagi mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltenen Gelegenheiten, zu denen die Götter sich vor den Menschen zeigen und ihren Stimmen Gehör schenken. Okay. Bei Erdbeben kriegst du also Kopfschmerzen. Ja. Eine Art seismischer Schock für den Körper. Seltsam. Na, ich glaube nicht, dass es so war. Hey, Gladi! Iris! Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch. Ich will sie auch sehen. Fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. WTF? Hatten wir da nicht irgendwie ein anderes Bild? Nee, das war eine andere Quest, glaube ich, ne? Jared und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Hauptsache, man kann ihren BH sehen. Was habt ihr nur, Japaner? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct,
Wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Noctis, Luna Freya, sie war vor einer Weile hier in Lestalum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen, aber wenigstens ist sie am Leben. Verstanden. Danke. Also dann, ruht euch erstmal aus. Na, immerhin lebt unsere Frau. In Spee. Erstmal schön ausruhen, gratis auch noch. Gratis schlafen ist aber am besten. 3000 Erfahrung. Ist sie nicht gerade abgehauen? Ich meine nur. Stufe 17, jawohl. Wir müssen eindeutig mehr kochen. Wann ist dieses Bild passiert? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Lern mal fotografieren. Das ist schon besser, aber was zum Teufel ist das? Das will ich mal teilen. Gerade noch rechtzeitig angekommen. Puh. Das teilen wir, das kann ich nämlich als Zampf verwenden. Wobei. Ne, das ist gar nicht ihr BH. Oder doch? Ist das nur so ein Stofffetzen, den sie darüber getan hat? Wer weiß. Das könnte ich auch als Zampf verwenden. Mal gucken, was ich nehme. Lasst euch überraschen. Wobei, wenn ihr das hier jetzt seht, wisst ihr natürlich, welches Zampf ich verwendet habe. Iris hat auch schon auf uns gewartet. So, ja, das war's schon. Der nächste Morgen. Na endlich, du Schlafmütze! Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Tirkett spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen. Ja, klar. Gehen wir mit. Okay. Gehen wir. Klasse! Ich führe dich rum. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Ja, danke schön. Ich weiß gar nicht, wer du bist, alter Mann, aber gut. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir können hier gar nicht abspeichern, ne? Aber ich denke, er hat manuell gespeichert. Ja, er hat aber manuell gespeichert. Alles gut. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann werden wir in der Stadt ein bisschen spazieren gehen und dann hoffentlich Richtung Chocobo aufbrechen. Das wird Feinis. Haut rein. Uah, euer Zero. Tschüss.